Moin moin Freunde, was geht? Und natürlich willkommen zu der dritten Folge von Lego Zeitschriften von Blue Ocean. Das ist ja mal die Lego Ninjago Zeitschrift. Viel Spaß! Ja, so, dritte Folge halt, also dritte Vorstellung, Produktplatzierung. Was da wohl drin ist? Bei dieser gibt es zum Beispiel auch eine Lego Nexonites Trading Card Games. Dann halt eine Figur. Das ist einmal der Chen. Das ist die Limited Edition. Gut, da steht meistens immer drauf. Ab 5 Plus. Die seht ihr wieder am Schluss halt des Videos. Ich reiß die mal ab hier. Pop. Oh, weggeschmissen. Und, hier ist sogar noch eine limitierte Goldkarte drauf von Nexonites Serie 2 Mächtiger Lane. Seht ihr auch alles nachher noch im Video. Reiß mal ab hier. Da ist sie halt dann zu sehen, die mächtige Karte. Ja, man wird halt als so Tage wie damals auch mit den Stickern wird man halt damit auch dicht geschissen. Ninjago Zeitschrift Nummer 32, Dezember 2017. Und die nächste kommt dann am 27.12. raus. Und da ist die Rückkehr von Lord Gamadon beginnt am 27.12.2017. Und da ist halt dann der Jay drinne. Der weiße Jay mit Morgenstern und zweifache Blitzpower. Auf jeden Fall, hier ist dann drei Extras, Meisterstern, limitierte Goldkarte und der Booster dabei. Ja, so, was gibt's hier auch? Hier gibt es wahrscheinlich auch gibt's zwei coole Poster, gibt es hier drin. Und es gibt hier auf jeden Fall diese Minifigur. Dann gibt es hier auch, paar Daten auf jeden Fall zu Meister Chen, wer der überhaupt ist. Dann halt paar Stories und News über das Ninjago-Universum. Paar Comics sind hier dann auch wieder drin. Und Poster, wie gesagt, hier ein bisschen Werbung zu Marvel Super Heroes. Ich glaube, das Spiel ist bestimmt ganz gut. Dann ein paar Rätsel sind hier auch wieder drin. Poster, wenn ihr Team Ninja sein sollt. Team Ninja! Ja, das ist dann Ninjago. Und ihr könnt dann halt das Abo hier abschließen. Wenn man das Abo abschließen würde, würdet ihr halt diese Sets hier bekommen. Ansonsten, wie gesagt, am Schluss könnt ihr wieder mitmachen, dann könnt ihr wieder was gewinnen. Und ein paar Kinder haben auch halt wieder was eingeschickt zum Malen. Ja, das war auf jeden Fall die Lego Ninjago Zeitschrift gewesen. Moin moin Freunde, Kinders, Mädels, Jungs, Männers, Mädels, wollte ich gerade sagen, und Frauen. So, ja, willkommen zu der vierten Folge der Vorstellung der ganzen Lego Sachen. Ja, jetzt sind wir nämlich angekommen bei dem Sticker-Album von Lego Ninjago The Movie. Also viel Spaß dabei. So, jetzt haben wir einmal hier das Lego Ninjago Movie Sticker-Album. Das könnt ihr kaufen für 3,99 € und das bezieht sich natürlich auf den Film. Der Film an sich war ganz okay. War eher was für Kinder, für Erwachsene, die können sich das eher nicht so geben, fand ich. Da fand ich die Serie besser. Also ich habe es leider nicht geschafft, eine Review zu machen. Jetzt würde ich den Film eine 5 von 10 geben. So, auf jeden Fall, das haben sie mir geschickt. Und da gucken wir gleich in der Ego-Perspektive. Aber dazu gab es auch einen kleinen. Gibt es auch sogar einen Booster zu kaufen. Der Booster kostet auch 4,99 €. Super Sparpreis. Hat 40 Sticker. Plus original Lego Ninjago Minifigur. Das ist nämlich die Cole-Figur. Und das gucken wir uns nämlich jetzt gleich am besten halt in der Ego-Perspektive an, weil sie haben ja auch noch ein paar mehr Sticker geschickt. Und dann würde ich sagen, Leute, los geht's! Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich ein Like da lassen. Und wenn nicht, dann ein Dislike. Aber gerne begründen, warum. Und klar, wenn ihr die Serie schon kennt und so weiter, auch die selber sammelt, ab in die Kommentare und Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.